Bei Linienmessungen oder Lines messen wir quer über ein Mineral. Angenommen, wir haben hier irgendein Mineral und wenn wir uns das mal genauer anschauen, zum Beispiel in BSE-Bild oder sowas, dann können wir schon hier in einem Mineral einen Phasenkontrast erkennen. Zum Beispiel, dass es hier eine Zonierung gibt und das Mineral eine äußere Zone hat, die natürlich im BSE-Bild nicht blau ist, aber eine dunkler ist zum Beispiel. Und weiter drin gibt es vielleicht noch eine weitere Zone. Und innen drin gibt es dann eben nochmal den Kernbereich, den ich hier auch nochmal mit einzeichne. So, bei einer Linie, bei einer Linienanalyse, legen wir jetzt eine Line einfach quer hier über das Mineral drüber. Idealerweise legt man es auch tatsächlich dann so orthogonal drüber, nicht irgendwie so oder sowas, sondern tatsächlich möglichst orthogonal, wenn es halt geht. Geht natürlich auch nicht immer und manchmal sind es auch Fragmente und so weiter. Oder man legt es genau hier durch, was, wie man schon beim Zeichnen sieht, auch mit Line-Einstellung schwieriger ist. Und dann kann man bei der Sonde programmieren, dass zum Beispiel hier der Startpunkt ist, hier der Endpunkt ist, vielleicht nicht ganz so weit drüben, aber doch außerhalb des Minerals. Das ist eigentlich relativ wichtig zu wissen, was eigentlich direkt nebendran ist und deshalb legt man die Anfangs- und Startpunkte, also Anfang oder Start und Endpunkt etwas außerhalb von diesem Mineral. Was man dann bekommt, wenn man hier zum Beispiel mal Magnesium aufträgt auf der Y-Achse, soll Magnesium in Gewichtsprozent sein und hier ist die Distanz. Also das ist die Distanz von links nach rechts zum Beispiel in Mikrometer oder Millimeter, je nachdem wie groß das Ganze ist. Und dann sehen wir vielleicht, dass das Magnesium am Rand sehr hoch ist und dann nach unten abnimmt und auf der anderen Seite auch wieder hoch geht. Und umgekehrt dazu nimmt vielleicht Eisen hier ab, zu und zur Mitte, also hier nimmt Eisen zu und dann zum Rand nimmt Eisen ab. Also Eisen wäre hier auch ein Gewichtsprozent in grün dargestellt. Und damit können wir solche Profile aufnehmen. Und solche Profile sagen uns vielleicht was über Diffusion, Austauschprozesse mit der Umgebung und so weiter. Daraus können wir dann Temperaturen ableiten, Drücke, metamorphe Prozesse und so weiter. Dafür machen wir solche Profile. Die können natürlich relativ lang dauern, weil es auch relativ viele Punkte sein können. Also mal angenommen, man hat ein Profil, das wären es hier 100 Mikrometer, also das hier wären es hier 100 Mikrometer. Und unser Strahldurchmesser wäre vielleicht 4 Mikrometer, das soll der Strahldurchmesser sein mit 4 Mikrometer. Dann könnten wir hier, würden wir hier vielleicht so etwas wie 20 Punkte legen. Warum? Wir legen sicherlich keine 100 Punkte. Wenn wir 100 Punkte legen, hätten wir alle 1 Mikrometer 1 Punkt. Das heißt, wenn hier das 4 Mikrometer sind von unserem Strahldurchmesser, wäre der zweite Punkt hier direkt daneben, nochmal daneben, nochmal daneben. Wenn es ein Abstand hier von 1 Mikrometer wäre. Das heißt, die Punkte würden sich alle überlappen, was keinen Sinn macht. Das heißt, der Mindestabstand wäre eigentlich schon 4 Mikrometer. Das würde dann irgendwie Sinn machen, dann gäbe es keine Überlappung. Dann können wir vielleicht ein bisschen Platz dazwischen lassen, dann hätten wir halt den Abstand von zum Beispiel 5 Mikrometer. Und das wären bei einer Line von 100 Mikrometer dann 25 Punkte. Oder wir machen ein bisschen weiter, 20 Punkte, oder wir machen das Ganze noch ein bisschen weiter, haben dann vielleicht 15 Punkte oder sonst irgendwas. Aber Lines auch mit 100 Punkten, 200 Punkten sind es auch nicht ungewöhnlich, hängt natürlich immer von der Fragestellung ab. Das ist, wofür wir Lines machen. Wir bekommen dafür auch quantitative Analysen natürlich mit WDS, wie bei ganz normalen Punktmessungen mit dauert entsprechend lang. Mit EDS kann man auch eine Line legen. Das geht dann super schnell. Man kriegt sofort ein Spektrum entlang dieser Linie innerhalb von Sekunden. Aber auch nur eine qualitative Aussage, gerade Spurenelemente oder sowas, funktionieren da natürlich nicht. Und das sind Line-Analysen und für solche Dinge wie das hier benutzen wir sie dann.